Hey ihr, willkommen bei Max Devil. Ich bin Max und heute zeige ich euch ein paar Inspirationen, wie ihr schöne Fenster bauen könnt in Minecraft. Dafür habe ich euch ein paar Fenster vorbereitet, 17 Stück an der Zahl, und die möchte ich mit euch gemeinsam jetzt mal kurz aufbauen. Deswegen fangen wir direkt an mit einem normalen 2x2 Fenster. Und als erstes zeige ich euch natürlich mein Lieblingsstandardfenster, nämlich das, was ihr vielleicht aus meinen anderen Videos schon kennt. Einfach ganz normalen Blumenkasten unter das Fenster gesetzt. Und zwei Fensterläden links und rechts und eben so ein Vordach oben drüber. Dann noch ein paar Blumen rein und schon sieht das Ganze ganz cool aus und ist super simpel. Als zweites Fenster gucken wir uns mal eins an, wo einfach nur ein bisschen Verzierung drumherum gesetzt ist. Und zwar zwei so kleine Stützpfeiler unten dran und oben drüber so eine Art Vordach. Und ja, die Stützpfeiler werden natürlich dann noch verbunden. So, das dritte Fenster, da kommt einfach ein Fenstersims drauf mit zwei Blumentöpfen und oben drüber ein kleines Vordach. Sieht auch ziemlich cool aus und kostet nur ein paar Steinstufen und ein bisschen Ton. Das vierte Fenster ist ein ganz simples Fenster, nämlich da kommen einfach unten und oben jeweils zwei Stufen unten drunter. Dadurch hat man ein bisschen Tiefe mit reingebracht in die Mauer und ins Fenster. Und das ist das A und O bei einem Minecraft-Bild und da kann man auch einfach mal dran sehen. Wenn ich einfach nur ein kleines bisschen Tiefe reinbringe, dann sieht es schon ziemlich cool aus, obwohl ich eigentlich fast gar nichts gemacht habe. Beim fünften Fenster baue ich jetzt mal so einen kleinen Holzrahmen drumherum, auch mit Fensterläden. Und oben drüber ein bisschen Vordach, unten drunter ein bisschen Fenstersims und schon ist das Ganze fertig verziert. Und jetzt zeige ich euch beim nächsten Fenster auch, dass das Ganze als Stein ganz genauso funktioniert und halt ja, ähnlich verziert aussieht. Fenster Nummer 7 ist dann ein bisschen was Spezielles. Und zwar versuche ich hier mal ein Fenster, was so ein bisschen wikingermäßig aussieht. Und zwar wie so ein Bullenkopf. Ja, mit zwei Hörnern und unten drunter sozusagen das Gesicht von dem Bullen. Und das macht schon mega viel her. Und als letztes zeige ich euch nämlich, und da habt ihr euch bestimmt schon gewundert, wann das kommt, wenn ich hier so ein paar Pfeiler oder Balken an meinem Gebäude habe, dann muss ich ja das Fenster auch irgendwie integrieren können. Und auch wenn ich zwei Pfeiler habe, die nur zwei Blöcke auseinander sind, dann habe ich da die Möglichkeit, so ein simples Fenster einfach rein zu integrieren. Mit so einem Blumenkasten zum Beispiel unten drunter und dann vielleicht noch ein kleines Vordach oben drüber. Und schon sieht das Ganze gut aus. Ja, merkt euch, das Wichtigste bei so Fenstern und eigentlich generell bei Minecraft Builds ist immer die Tiefe. Also Blöcke Abstand sozusagen. Hier ist mein nächstes Lieblingsfenster für so ein schmales Fenster. Blumenkasten unten drunter und oben drüber so eine Art Vordach. Und da kann man so ein Zauntor verwenden, um da so eine Art Stützen hinzumachen. Ein weiteres schmales Fenster, da möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, ich kann hier einfach das Glas rausnehmen und euch mal zeigen, wie ein Fenster so ohne Glas aussieht. Und dazu mache ich einfach ein Zauntor ins Fenster rein, und zwar nur oben, weil das ist ja immer ein bisschen am oberen Teil vom Block. Und dann habe ich hier auch wieder so eine Art Fenster mit so einem kleinen Gitterchen drin, was aber nicht aussieht wie so ein normales mit so Zaun drin. Apropos Zaun, man kann auch hier so ein Fenster machen, einfach indem man so einen Zaun reinhaut, und zwar nicht ganz durch, weil sonst hat man ja so eine Art Gitter, sondern einfach nur links und rechts. Und dann macht man wieder diese Stützbalken mit Zauntor und setzt oben drüber noch so ein kleines Holzbrett und schon sieht das Ganze auch wieder relativ cool aus. Und um dem noch ein bisschen mehr Kontur zu geben, kann man da auch noch eine kleine Kurve reinsetzen ins Holzbrett. Ein weiterer Trick, gerade für solche Fenster, wo eben kein Glas drin ist, wäre, dass man Glas dahinter macht. Ja, dadurch sieht es nämlich so aus, als wäre Glas drin, und trotzdem habe ich die Möglichkeit, hier meine Zaunpfeiler oder Zauntore zum Beispiel reinzusetzen. Ja, Zauntore bei dem anderen Fenster, was ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, dadurch habe ich aber trotzdem Glas drin. Bedenkt aber, dass man dafür dahinter ein bisschen mehr Platz braucht, weil da geht ja ein ganzer Block dahinter an Platz verloren, weil da eben das Glas dann sitzen muss. Ja, aber ansonsten sieht es mega cool aus. Apropos Glas dahinter. Damit kann man nämlich noch ein paar coole andere Sachen machen. Zum Beispiel kann man Fenstern, die man damit baut, plötzlich eine Form geben. Ja? So kann man zum Beispiel so eine Art kleinen Bogen machen, indem man dahinter eben das Glas hat und nicht darunter oder nicht da drin. Denn da drin wäre dann man ja auf ganze Blöcke limitiert, aber wenn es dahinter ist, kann man auch so Viertelsblöcke zum Beispiel nehmen, die man mit Holztreppenstufen da ein Muster reinbaut. Achtung, das geht aber nur bei einer Wand, die eben auch entsprechend aus Material ist, was dann die Treppenstufen hat. Also bei dem Lehm, was ich da vorher hatte, da wäre das nicht gegangen. Ja, und da kann man ganz unterschiedliche Figuren reinmachen, zum Beispiel so eine Art rundes Fenster sozusagen. Und ja, das kann man halt pompöser und größer gestalten, zum Beispiel indem man so einen Rahmen drumherum macht. Oder man macht das Ganze ein bisschen weniger pompös, indem man einfach das runde Fenster aus Cobblestone baut zum Beispiel. Und dann hat man da sozusagen auch seine unterschiedliche Textur und eben trotzdem die Konturen. Das ist eben auch ganz gut.
Oder man nimmt so ein richtig großes Fenster und da kann man dann richtig verrückt werden und da lauter krasse Muster reinmachen. Zum Beispiel hier habe ich so eine Art Vulkan oder Berg oder sowas genommen und dann in die Mitte nochmal so ein kleines Zwischending reingebaut. Und wieder auch da ist es so, dass generell die Gebäude besser aussehen, die mehr Tiefe haben, also sprich die verschiedene Schichten haben. Deswegen setze ich eben nochmal so ein kleines Vordach vorne dran und eben noch so ein kleines Fenster im Sonnen drunter. Ja, wenn ich jetzt hier so ein großes Fenster habe, dann kann ich das Ganze auch für so ein Kirchenfenster zum Beispiel benutzen. Ja, die so einen gotischen Spitzbogen zum Beispiel. Und naja, Kirchenfenster haben ja auch immer verschiedene Farben. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal vier verschiedene Farben, die ich hier insgesamt reinhaue. Das ist, glaube ich, grau, gelb, rosa und hellgrün. Und setze sie einfach möglichst zufällig rein. Ich habe es wirklich versucht, komplett zufällig zu machen. Und dann sieht es schon so ein bisschen aus wie so ein Kirchenfenster. Und natürlich kann man auch hergehen und in so ein Fenster was reinmalen. Ich habe hier zum Beispiel mal probiert, so eine Szene mit Strand und Wasser und dann so einer Palme oben drauf hinzumalen. Aber ich empfehle euch, dass ihr das nur macht, wenn ihr wirklich ein bisschen ein Künstler seid, weil, wie ihr seht, bei mir sieht es nur so mittelmäßig gut aus. Aber immerhin. So, dann zeige ich euch nochmal die Fenster von ganz von Anfang an, damit ihr euch die Inspirationen vielleicht durchs Video einfach durchgehen könnt. Wir haben hier 2x2 Fenster, also so ein Standard normales Fenster. Man kann das Ganze auch ein bisschen erweitern oder ein bisschen erhöhen, wie auch immer. Das geht eigentlich alles recht gut. Da sind einfach unterschiedliche Inspirationsmöglichkeiten drin. Versucht euch einfach mal ein paar davon anzuschauen und vielleicht selber zu adaptieren und umzubauen. Das Ganze geht auch mit schmalen Fenstern, da kann man ein paar mehr Spielereien machen. Und dann eben der Trick mit dem Glas hinter dem Fenster selber. Und damit kann man dann eben auch ganz verrückte Sachen machen, wie Fenster in verschiedenen Formen. Und genau, dann geht es entsprechend halt nur in der Wand, die auch die entsprechenden Fenster, die Treppenstufen hat sozusagen. Und dann haben wir hier das ganz verrückt geformte Fenster, in dem nochmal in der Mitte was drin ist, das dem Fenster sozusagen eine zusätzliche Form gibt. In dem Fall haben wir so ein fast umgekehrtes V. Und hier haben wir so ein Kirchenfenster oder eben ein Fenster, in dem man versucht hat, mit Pixelart was zu malen. Ja, das war's auch schon von den Fenstern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten freue ich mich immer jederzeit gerne über Feedback und Anregungen und Ideen. Ich versuche gerne auf alles einzugehen, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Und werde entsprechend in der Zukunft versuchen, die Videos zu machen, die euch tatsächlich interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut!